Gucken wir mal, wie alt die Herrschaften sind. Und zwar, ui, 110 Jahre alt. Das ist natürlich wirklich deutlich älter als alles, was man bisher erlebt hat. Also ich zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das ein Bug ist jetzt, dass der so alt wird. Aber nun gut. 110 Jahre alt kann man mitarbeiten. Aber den sollten wir dann auch irgendwann mal ersetzen, sozusagen. Dann gucken wir mal. Amako. Der ist auch schon 75 und die Tochter ist schon 40. Also auch nicht mehr ganz die Jüngsten. Naja. Da müssen wir wahrscheinlich dann auch irgendwann mal ersetzen und so. Ach, der Angestellte müsste doch bestimmt jetzt mal langsam gestorben sein, ne? Genau. Dann schicken wir mal jemand Neues auf die Adligenkleidung. Zack. Ja, ja. So, das Lager, wo ist denn... Ach so. Raubritterlager. Dann machen wir mal einmal langsamer. Das Lager und ist kümmern voll. Uns hier um das Lager. So, weg damit. Ah ne, die Langschwerter sollten eigentlich da bleiben, ne? Und weg damit. Das ist natürlich jetzt blöde, dass wir hier mehrere Waffen haben. Schmeißen wir die Äxte einfach auch mit raus auf einen Karren. Die Schwerter auch mit raus. So. Meine Füße tun weh. So, verkaufen und zurückfahren und hier dasselbe. Und dann schauen wir mal, was. Und so, schauen wir mal, was hier die Rohstoffe sagen. Leder wäre ganz gut. Leder, kaufen wir wieder so eine Ladung hier. Blub. Yep, dieser Karren. Abladen und zurück. Und was hier angesagt, da sieht es ganz gut aus, bis auf die Edelsteine. Die könnten mal wieder gekauft werden. So, was haben wir da? Mine, Lager, Edelsteine. Gut, weiß man nicht, ob wir gerade kaufen können. Werden wir dann später irgendwann rausfinden. Ja, dann schauen wir uns mal unseren Karren an von der Drechslerei. So. Und laden da nochmal Leder drauf und dann reicht's auch erstmal, würde ich sagen. Das sollte dann wirklich mal reichen. Ups, jetzt bin ich reingegangen mal wieder. Diplomatische Beziehung. Neutral annehmen. Gut, Leder 39, ja, das wird wohl reichen. Verlassen wir das Gebäude und schicken den Karren mal wieder zurück. Handkarren, dieser Handkarren, da. Nur abladen und dann können wir mal nach Edelsteinen gucken und jetzt machen wir das Ganze hier ein wenig schneller. Ja. Geld sprudelt und wir warten einfach auf die Sitzung. Beziehungsweise irgendwelche anderen Neuigkeiten. Ausbildungsschluss oder Schulschluss oder sonst was von einem unserer Kinder. Ja, die Edelsteine sinken deutlich. Wir laden schon mal ein bisschen Produkte auf. Auch hier, wobei da die Adligenkleidung und... Ja doch, die Adligenkleidung ist noch nicht so viel passiert. Aber gut. Macht man nichts dran. Kann man einfach nur abwarten. So, über 100.000 sind wir schon mal. Dann schauen wir mal, was hier die Raubritter sagen. Ein wenig Wolldecke. Und Eisen, das werden wir dann natürlich sofort... Ah, das ist falsch gewesen. So, Wolldecke. Ja, das Eisen wird natürlich sofort an unsere Produktionsbetriebe geschickt. So, Pferdekarren und Abladen und zurück. Ja, hier brauchten die auch Eisen, aber da sind noch 60 da. Hier sind etwas weniger da, das heißt, die werden dann dorthin geliefert. Und zwar jetzt. Dort ist der Karren. Da. Der Karren knarrt. Abladen und zurück. Und hier kaufen wir mal eine Ladung Silber. Und schicken die dann auch rüber. So, abladen und zurückfahren. Dann ist das schon mal geschafft. In einem Kontor ist das vergünstigte Warenangebot. Gut, gut, gut. Das sieht doch wirklich gut aus. Was sagt unsere Produktion? Da ist noch nicht so viel passiert seit dem letzten Blick, den wir reingeworfen haben. Hier ist aber was passiert. Das dürfte einiges sein. Ach ne, jetzt habe ich die Produktionskosten nur angeguckt. Ja,
vom theoretischen Wert her wird das schon mal eine schöne Finanzspritze sein. Falscher Karren. So. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt ungefähr 1,3, also 103.000. So, das waren 7.000, die wir da jetzt gemacht haben. Schon nicht schlecht. So, ein Schulzeugnis und die Sitzung hat begonnen. Herzlichen Glückwunsch. Eines eurer Kinder hat die Schule erfolgreich abgeschlossen. Komm schon, ich will rein. So. Geschwindigkeit auf normal. Das Amt des Richters. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts Wichtiges verpasst. Das ist mein Amt. Nur ein Amt. Also da können wir jetzt gegenstimmen. Nicole Schobart. Die Wahlberechtigten sind. Das dürften wir sein, mindestens einmal. Zweimal sogar. Und in Anführungsstrichen dreimal. Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? So, nein, wir wollen nicht bedrohen. Ich sage nur so viel. Weg diese Und ich mache trotzdem mal ein wenig schneller. Na komm. Zack, 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 zack. So, und jetzt gleich geht die Abstimmung los. Lasst uns zur Abstimmung kommen. Und da stimmen wir natürlich für Amako. So, Amako Schmiss. Und nochmal Amako Schmiss. Und das sind dann 3:0 Stimmen. Und damit hätten wir das dann auch erledigt. So. Gratulation. Nix geht über uns. Endlich! Ich habe ja, es du hast geschafft, dein Amt zu behalten, was du eh schon sicher hattest. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. So, neues Amt. Inquisitor, sind wir das auch? Offenbar nicht. So, Alma Smith. Achso, ja, indirekt sind wir das. Und wieder können wir mehrere Stimmen abgeben. Ja, wir nehmen die Bestechung auf jeden Fall mal an. Nur werden wir nicht dementsprechend handeln, würde ich sagen. Und los geht's mit der Abstimmung. Wir werden nunmehr über diesen 3 Stimmen haben wir. Einmal Alma. Zweimal Alma. Und dreimal Alma. So, wieder hätten wir es geschafft. Kommt noch ein Amt? Nein. Das wäre es dann. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir, als ich nicht aufgepasst habe, irgendwas verloren haben. Nee, das sieht gut aus. Die unteren mögen uns nicht, aber wir haben kauft Lebensmittel. Diese Posten. 4 Stück insgesamt. Das ist dann doch... Puh, das reicht schon. So. Raus aus dem Gebäude. Die 3 Herrschaften können da gerne stehen bleiben. Dann schauen wir mal kurz auf den Stammbaum, ob wir da mit den Kindern was treiben können. Die Ausbildung läuft. Kann zur Schule. Okay, da passiert also jetzt mal nichts. Wenn da die Ausbildung jetzt... Okay, na gut. Wird wohl dann nicht jetzt schon vorbei sein. Ja, dann schauen wir mal, was so passiert ist in der Zwischenzeit. Einiges produziert. Ja, das gibt doch ordentlich Geld. Da wird jetzt viel eingebracht. Moment, schicken wir mal los. Einfach zum Schauen. Und was schicken wir noch los? Den kleinen Karren. Zwecks Edelsteinbeschaffung. Bin ich richtig in der Richtung? Ja. So, kleiner Karren. Falscher Karren. So, dieser da. Der Karren knarrt. Einmal dorthin. Wohin immer es gehen soll. Und dann schauen wir in die Gewandweberei. Da wird wahrscheinlich noch nicht so viel Neues sein. Nee, da sind nur so ein paar Sachen. Rohstoffe sind noch einigermaßen da. Nächster Blick dann zu den Raubrittern. Da müssen wir wieder neue einstellen. Jo. Und da haben wir Werkzeug. Wolle brauchen wir und Silber brauchen wir auch in der Gewandweberei. Das heißt, das machen wir so. Die kleinen Karren liefern dann das in der Gewandweberei ab. Wohin soll's gehen? Abladen und zurück. Auch abladen und zurück. Und der letzte muss noch
komm schon. Abladen und zurück. Ja. Sofort da. Und der letzte wird dann noch vollgeladen später.